Hochgelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. So wollen wir heute den dritten Tag der Novene machen. Ich trage euch auf meinen Armen. Wenn ich euch auf einen anderen Weg führen muss als auf dem, den ihr seht, dann ist es deshalb, weil ich euch unterweise. Ich trage euch auf meinen Armen und bringe euch wie schlafende Kinder in den Armen ihrer Mutter ans andere Ufer. Das, was euch verwirrt und euch unermesslich schadet, ist euer Grübeln, euer Nachsinnen, eure Sorgen und das Verlangen, euch um jeden Preis selbst um das kümmern zu wollen, was euch bedrückt. Wie vieles wirke ich durch, wenn sich die Seele in ihren geistigen wie auch in materiellen Nöten an mich wendet, zu mir aufblickt und mir sagt, sorge du, dann die Augen schließt und ruht. Und das ist das Schöne. Und das ist aber vielleicht auch so die Angst, die wir so haben, gell? Die Augen schließen und ruhen. Und dann geht's dorthin, wo ich aber nicht will. Dann führt mich Gott dorthin, wo ich nicht will. Und das ist unsere Angst. Und deshalb trauen wir, das ist zum Beispiel, wenn wir mit dem Bus jetzt nach Medjugorje fahren und so, und ich sitze da vorne auf dem Reiseleiterplatz, dann traue ich mir fast nicht, die Augen zuzumachen, weil ich immer so innerlich diese Angst habe, der Busfahrer schläft ein. Das kennen vielleicht manche von euch, oder? Man hat dann irgendwo wie so eine Angst, ich trau dem Busfahrer jetzt vielleicht nicht 100%, ich traue es nicht. Und genau so ist es da auch. Ich traue Gott nicht 100%, dass er mich so führt, dass alles gut ist. Weil ein Kind nochmal, das versteht ihr, oder? Dann hockt sich da und redet mit dem Busfahrer, alle schlafen und ich rede als Einziger mit ihm sozusagen wie. Oder wenn wir von den Gebetstagen zurückgefahren sind, nachts dann wieder, und es war dann schon morgens um 2 oder 2:30 und der Busfahrer sagt, jetzt muss ich noch, trinke noch einen Cappuccino, einen Espresso oder so. Gell? Und du denkst, mein, hoffentlich schläft er nicht ein und hoffentlich kann er das und macht er das und so. Gell? Und er hat es immer gemacht. Und dann schläfst du nicht und du vertraust ihm nicht. Und so ist es bei Gott genau gleich auch. Du machst die Augen nicht zu, weil du denkst, aber dann komme ich in mein früheres Leben nicht mehr zurück. Sozusagen, weil dann wird alles anders werden oder ich muss ins Kloster oder keine Ahnung wohin. Und Gott sagt, vertrau mir doch, vertrau mir doch, vertrau mir doch. Es wird doch alles gut. Und vielleicht müssen wir das machen. Und das letzte Vertrauen, das wird dann sein am größten Tag unseres Lebens, wenn wir sterben. Dann wird es so sein, dass ich vertrauen muss, dass mir denn wirklich Jesus entgegenkommt. Das ist genau das letzte Vertrauen. Und da können wir uns schon, und dass er mich dann führt. Und wenn ich das jetzt hier schon lerne auf der Erde, dass er mich immer führt und leitet und lenkt, dann wird doch alles gut. Und dazu, darum wollen wir heute beten, dass wir die Augen schließen können und vertrauen, dass Gott mich richtig führt. Eigentlich ist es auch ein Misstrauen gegen Gott, gegenüber Gott. Aber das ist wie natürlich, das verstehe ich so. Genau. Beten wir miteinander. Jesus, sanft und demütig von Herzen, binde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin.
Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. 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 Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.